Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario mit mir, DF. Und es ist jetzt... toll. So funktioniert das nicht. ein bisschen her, die letzte Aufnahme. Also ein bisschen her war ich wirklich hier... eine Stunde. Also wirklich lang ist es nicht her, aber ich musste mich daran erinnern, dass ich hierhin wollte. Ich habe ja eine Pause gemacht, weil die... ich ja mit den Audioeinstellungen rumgefummelt habe und ich glaube, ich hab's jetzt, dass es wieder normal ist. Das gefällt mir hier gerade alles nicht, dass wir hier 4 von denen haben. Okay, wie mache ich das am besten? Dass ich so viele von denen wie möglich besiege. Vielleicht, Super Beam habe ich gar keine Dingens mehr. Ich glaube, dass die einzige Möglichkeit ist. Das Problem ist, mit normalen Attacken kriege ich den gar nicht down in einer Runde. Einer von denen. Den ersten habe ich jetzt nur down bekommen, weil er angeschlagen war wegen der Erstattacke von mir. Ich hätte den Multisprung einsetzen können. Okay, dann setzen wir den mal ein. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es so wert war, da die BP zu verschwenden, benutzen. Ich glaube, kann man sie jetzt besiegen? Ich glaube immer noch nicht. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass er die Spezialattacke von Bario kann. Was heißt Spezialattacke? Also, dass er... Na komm, Bario macht den ersten hier mal weg. Das heißt Spezialattacke, dass er das Action-Kommando auch kann. Damit habe ich irgendwie jetzt nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, aber ich habe, wie gesagt, ja bei den Audioeinstellungen rumgefummelt und es sieht so aus, als wäre alles wieder im normalen Bereich, also so wie es eigentlich vorher war. Das ist ein bisschen doof, weil ich habe ja eigentlich wollte das ja umstellen, damit das halt nicht so ist, wie es vorher war, aber ich habe es halt schlimmer gemacht. Und da wollen wir es lieber so, wie es vorher war, aber vorher hat es ja auch funktioniert. Jetzt es wäre natürlich besser gewesen, hätte ich das hinbekommen. Ich heil mich mal. Kann ich nicht, weil mir fehlen die BP dafür. Sternenergie meine ich. Da mache ich mal einen Fokus. Und mache das in der nächsten Runde? Oder im nächsten Kampf? Am besten in der nächsten Runde. Deswegen sage ich mal, tu mal nix. Übrigens, ich habe mir... so ein bisschen gerade von einem Speedrun angeguckt. Von diesem Spiel hier, von Paper Mario. Und das wollte ich ja schon die ganze Zeit mal machen, um zu sehen, wie die sich so normal fortbewegen. Es ist wirklich die Pirouette und Springen. Das ist so die schnellste Art der Fortbewegung. Aber meine Güte, wie der da durchflitzt, ne? Und das ist halt so ein bisschen... also ein Glitchrun heißt, er benutzt Glitches, um durch manche Sachen zu kommen. Finde ich, kann man machen, aber so Runs, wo halt Skill gefragt ist, finde ich auch eigentlich sogar ein bisschen besser, aber ich finde so Glitch-Runs auch sehr interessant. Weil es ist krass, wie er da durchgeflogen ist teilweise. Dreifachangriff Ohren erhalten, lässt Mario 3 Items pro Runde einsetzen. 3 Items? Nein, das ist nicht... ja, das ist nicht der Orden... das Ordenmenü. Wo ist das denn? Dreifachangriff. Für 6 PP darfst du im Kampf 3 Items während deiner... während einer Runde einsetzen. 6 PP sind aber auch schon eine Hausnummer und das hat, glaube ich, 3 OP gekostet, deswegen... will ich erstmal nee sagen. Dieses Drehdingens hier, das kann man auch... halten, finden, wie man will. Ich finde es nicht so toll. Weil den
Wenn du einmal herausgefunden hast, wie das funktioniert, dann ist das unlustig, immer zu Bombett zu wechseln, außer du benutzt sie öfter. Hast sie öfter im Team, aber dann habe ich schon Bombett im Team. Ich weiß gerade gar nicht mehr so, wo wir sind. Ja. Ihr seid richtig scheiße, wisst ihr das? Aber danke, dass ihr mir zeigt, was ich da machen muss. Wo habe ich Koopa gesucht? Der ist da immer oben. Muss ich ein bisschen runter. Was zur Hölle? Mario, ich bin der echte Koopa. Und das weißt du natürlich nicht, wahr, alter Junge? Das ist nicht Koopa. Mario, sieh mich an, ich bin der einzig echte und wahre Koopa. Ja, sonst sieht's aus wie ich. Mario, komm schon, ich bin Koopa. Ich meine, das ist doch lächerlich. Ich bin der echte Koopa-Söhnchen, du glaubst mir doch, oder? Ich bin der echte Koopa. Das besteht doch wohl kein Zweifel, oder etwa doch? Okay, alter Kumpel, am besten ist es, du ziehst diesen Betrügern einen nach dem anderen eins über. Das ist eine gute Idee. Hey Bruder, verhau sie alle außer mir, okay? Du bist der Erste, der einen drüber kriegt. Bruder, ich hab doch so oft gesagt, dass ich der richtige Koopa bin. Das ist so gemein. War nur ein Witz. Ich habe wirklich geglaubt, dass du es glauben würdest. Sie sehen halt nicht aus wie Koopa. Hm, Mario. Gut gemacht. Ich weiß zwar nicht, wie du das geschafft hast, aber du hast mich erkannt. Und tschüss. Huch, ich hätte beinahe den richtigen Koopa eine gegeben. Autsch, das hat wehgetan, aber gute Arbeit. Du musst die Augen eines Adler haben, um mich erkannt zu haben. Ja, mittlerweile ist das unlustig, ne? Verflixt. Wir wissen halt, wer der echte Koopa ist und wer nicht. Du musst über so eine Art sechsten Sinn verfügen, Söhnchen. Das hätten sie vor, das mit dem Bombett machen müssen. Du wirst noch an mich denken, ich komme wieder. Weil das ist ziemlich offensichtlich, wer der echte war und wer nicht. Ja, ja, gut gemacht, Mario. Ich wusste, du wirst es schaffen. Es waren die schlechtesten Verkleidungen, die ich jemals gesehen habe. Hier, ich hau dir nochmal eine. Okay. Du bist aber der echte, ne? Ich bin paranoid. Ich wechsle mal. Ich will sowieso Gumbario dabei haben. Okay, hier ist eine Tür. Die hätte ich beinahe übersehen. Gehen wir hier mal rein. Das nehme ich gerne mit. Ich mache erstmal den Superpilz weg. Weil ich das hier sofort benutzen würde. So, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wahrscheinlich müssen wir... Das sieht aus wie einer der Gegner aus Super Mario World, die auf diesen Drehdingens sind, die manchmal Bosse sind. So sieht das aus, das Vieh. Wahrscheinlich müssen wir auf den anderen Raum, in den anderen Raum so ein Vieh besiegen. So gingen ja die anderen Statuen weg. Hey Mario, du kannst doch weit entfernte Gegenstände mit Hilfe von Koopa erreichen. Es kann ja auch Schalter betätigen, die hinter tiefen Abgründen oder so, die in der Reflexion zu sehen sind. Ich wünschte, ich könnte das auch. Macht gar keinen Sinn, weil das sind ja böse, eigentlich. Ihr seid so dumm da hinten. Weil das ist ja eine... Reflexion, sondern das sind Gegner, glaube ich. Okay. Da fehlen mir auch die Schlüssel. Aber ich wollte den gar nicht mit Gumbario gar nicht reden. Weil ich wusste, was man da tun muss. Aber ich wollte halt nach Koopa wechseln, aber ich glaube aus Versehen nach unten gedrückt. Okay, was passiert, wenn ich das hier mache? Nix. Dann gehen wir hier rein und wir sehen anscheinend einen Gegner. Oder kann ich dich verschieben? Okay, dann fahren wir hier runter. Auf der anderen Seite müsste aber genau dasselbe passiert sein.
Vielleicht ist es ja gar nicht mal so unintelligent mit Cooper so ein bisschen hier. Multisprung will ich gar nicht. Megasprung. Weißer Kamek tut sie wiederbeleben, also heilen. Und der Grüne tut sie verteidigen. Dann würde ich erstmal den wegmachen wollen. Den anderen machen wir dann danach weg. Ich habe genug DP dafür. Machen wir einen Panzerstoß. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden das macht, um ehrlich zu sein. 5. Aber er heilt ja jetzt, der weiße Kamek. Wie viel denn? Um 5. Oh meine Güte. Dann mache ich mal einen Megasprung. Mit der einfach direkt mal weg ist, weil mit Cooper komme ich ja oben sowieso nicht dran. Das ist so ein bisschen doof, dass ich gerade Cooper dabei habe, aber ich wollte auch nicht zu Umbario wechseln. Ich wusste nicht, dass er öfter zuschlägt. Woher soll man das wissen? Weil es wird nicht angezeigt, wie viel... Warte, du greifst zuerst an. Weil das ist doof, sonst wenn Mario den angreifen würde. Weil Mario macht einfach viel mehr Schaden als Cooper. So schwer, das mehrfache da abzublocken. Weißt du was? Das kann ja Cooper machen. Da mache ich mal einen Fokus, damit ich mehr Sternenergie kriege. Und du kannst ihn besiegen. Okay, gut. Dann haben wir noch 10 Sternpunkte für das nächste Level. Nehme ich überhaupt auf? Ja, tue ich. Jetzt werden mir beinahe die Münzen entwischt. So, was kommt hier noch? Erstmal nichts. Wahrscheinlich kommt hier, ja genau, eine Kiste. Perauf, Verteidigung ab, Orden erhalten. Erhöht die Angriffskraft um 1, senkt die Verteidigung um 1. Was, wenn ich beide benutze? Nein. Ja, passiert nichts. Aber... Ich will halt meine Angriffskraft nicht niedriger machen, aber auch meine Verteidigungskraft nicht niedriger. Ich habe sowieso nicht so viel KP. Deswegen wäre Verteidigung ziemlich dumm, sie niedriger zu machen. Aber erhöhen wäre auch schön, aber dann würde ich weniger Schaden machen. Und das wäre auch dumm. Außerdem sah das so ein bisschen aus... ich habe, wie gesagt, mir den Speedrun angesehen, aber es sah so aus, als würde der gleich schneller, also das Spiel gleich schneller ablaufen. Ich guck mal gerade nach bei meiner Elgato, mit wie viele FPS das hier das Ganze läuft. Laut Elgato sind 60. Die Wii U abgibt. Aber es sah trotzdem viel flüssiger aus, als was ich da aufnehme. Was machen die? Okay, der Rote macht Feuer, glaube ich. Oder ne, er erhöht die Angriffskraft. Der Graue macht sie unverwundbar. Das ist ja wunderherrlich hier. Ich kann sowieso nur einen erstmal besiegen pro Runde. Ja, mach mir den weg, weil der macht Angriffskraft. Das finde ich nicht gut. Gut, dann haben wir den schon mal weg.
Okay, du machst einen unsichtbar. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Ist schade, dass das der ist. Aber wir haben ja genug zum Besiegen gerade noch. Also... ist auch nicht schön, dass der da gerade unsichtbar ist. Übrigens, der Speedrun, da geht so um die 2 Stunden. Also das Spiel kann man in 2 Stunden durchspielen, wenn man will. Ich bin... wo? 20? Bei der 20. Stunde oder so? Wieso ist der überhaupt geheilt worden? Der hat doch weniger gehabt als 11, oder? Ne, der hat 11 gehabt, der stimmt doch. Leider werden wir ihn nicht besiegen können. Leider, leider. Aber in der nächsten Runde machen wir beide weg. Okay, gut, dass du dich da verwandelst. Mache ich beide weg. Nein. Setze ich lieber einen Superpilz ein, ne? Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und so. Und dann mache ich erstmal den zweiten Platt, den zweiten Gumbario. Oder besser gesagt, den dritten Gumbario. Ich hoffe, das geht jetzt mittlerweile so mit der Lautstärke und so, dass das jetzt nicht zu laut ist, aber nicht zu leise. Ich hatte halt, dass teilweise es übersteuert hat. Deswegen wollte ich das einheitlicher machen mit meinen Einstellungen, damit das halt nicht die ganze Zeit übersteuert. Oder, also was heißt nicht die ganze Zeit. Ich habe aufgestoßen aus Versehen. Ich habe noch Cola vorher getrunken. Das ist halt... Hallo, sammelst du mal die Sachen ein? Ja, dann nicht. Es hat manchmal halt übersteuert und das kann ich halt nicht kontrollieren. Außer ich bin nicht so laut in beim Reden. Blastschlüssel öffnet ein verschlossenes Tor im Kristallpalast. Ich weiß schon, wo das ist. Ich finde den Palast richtig gut. Einer der besten Dungeons, wenn nicht der beste in dem ganzen Spiel. Eben wegen es so, halt die Kämpfe sind anspruchsvoll genug, sage ich mal. Aber die ganze Sache hier mit dem Spiegel und so, was eigentlich kein Spiegel ist, aber irgendwie dann doch irgendwo, finde ich ganz interessant. Weil zum Beispiel, die haben jetzt die Tür da geöffnet, ohne einen zweiten Schlüssel zu benutzen. Oh. Guten Tag. Wollt ihr kämpfen? Kannst hier nicht vorbei, ohne diese Rätsel zu lösen. Sobald du es geschafft hast, lassen wir dich weiter. Kannst hier nicht vorbei, ohne das Rätsel zu lösen. Das ist so easy. Kann ich hier einfach rüber? Weil man hat gesehen, da war nicht mal ein Dingens. Ein Spiegel. Okay. Das ist die Frage. Okay, ich glaube, ich habe es verkackt. Aber weil man kann sie, glaube ich, mal von hinten schieben, ne? Oder geht das auch von vorne? Kann ich die Seite schieben? Kann ich die schauen? Macht aber nichts. Okay. Du hier. Warte, ich sehe, ihr steht sowieso gerade alle anders. Wieso steht ihr so komisch? Warte, steht gar nicht auf das Ding drauf. Sehe ich gerade. Aber wieso? Ich kann sie ja nur von vorne, von hinten schieben.
nicht anders. Ah, da gibt es hier noch eine Tür. Warte mal, ich glaube, ich habe das Rätsel-Lösung. Ich muss sie ja auf die Platten hier bekommen. Aber ich kann sie nicht von vorne schieben. Nicht von der Seite. Was ist, wenn ich... den jetzt hier hin mache. Kann ich immer noch nicht verschieben. Warte mal. Vielleicht kann mir ja Watt helfen. Vielleicht gibt es hier unsichtbare Sachen. Huch. Ne, komm. Der nächste, den ich fragen würde, wäre dann Gumbario. Diese Albino-Dinos, die scheinen sich uns zuzuwenden, wenn wir mit ihnen sprechen. Ah. Hallo. Ja, das, okay, da habe ich jetzt supi gemacht. Darauf muss man erstmal kommen, ne? Okay. Dann schiebe ich nach da. Hallo. Okay, das finde ich interessant. Ja, dich mache ich mal einfach nach vorne. Dann rede ich mit dir. Wenn das geht. Ich weiß nicht, ob ich sie von oben schieben kann. Wenn ich da oben drauf stehe. Halt die Treppe, das Treppchen da, die Stufe da hoch. Ich muss hier, nein. So, von hier muss ich mit dir reden. Okay. Ob die Viecher gegen mich kämpfen wollen? Hallo. Du kannst hier nicht vorbei, ohne dieses Rätsel zu lösen. Sobald du es geschafft hast, lass mir dich weiter. Okay. Die haben ja ihr Versprechen gehalten. Ja, Leben regenerieren. Ganz wichtig. Speichern. Ich speichere lieber nochmal, weil ich nicht weiß... weil der ja noch am Zählen war, ob der, ob ich mich vollgeheilt habe beim Speichern. Es ist in meinen Palast eingedrungen. Wer zur Hölle bist du denn? Ich weiß ja nicht mal, was du bist. Bist du die Krone selber? Mario, du bist also endlich da. Du glaubst also tatsächlich, den Stern retten zu können, aber ich fürchte, ich kann das nicht zulassen. Zuerst werde ich dich besiegen und dann werde ich Bowser einen Mario auf Eis zum Geschenk machen. Okay, das sieht interessant aus. Deswegen werde ich erstmal Mario rausholen. Kristallkönig, Splitterchen. Erstmal den Kristallkönig. Das ist der Kristallkönig? Er gehört zu Bowsers engsten Verbündeten. Ich habe keine Ahnung, wie er es geschafft hat, den Palast zu übernehmen. Erstmal KP 70, Angriffskraft 6, Verteidigung 2.
Er greift an, indem er Splitterchen auf dich abfeuert. Jede Attacke verursacht 4 Punkte Schaden. Die Anzahl der Angriffe entspricht der Anzahl der Splitterchen. Er wird auch versuchen, dich einzufrieren. Wenn seine KP niedrig sind, wird er versuchen, dich zu teilen. Ein Angriff hat dann eine Stärke von 8. Du kannst ihn nur verletzen, wenn du seinen wahren Körper triffst. Wenn du dir nicht sicher bist, solltest du alle auf einmal angreifen. Okay, ja, es trifft halt nur ihn, ne? Ich will mal nicht springen, weil die Krone sieht ziemlich stachelig aus. Okay, das tut jetzt aber weh wahrscheinlich. Okay. Ich hole die Splitterchen noch, ne? Wie gesagt, die Krone sieht ziemlich stachelig aus, da springe ich mal lieber nicht drauf. Hat er zwar nicht gesagt, der Gumbario, aber das kann ich mir denken. Ich probiere es mit ihm mal aus, ob das eine gute Idee ist. Tatsächlich kann man das machen. Aber da würde ich erstmal, wie gesagt, die Splitterchen erstmal scannen und dann wechsle ich den Begleiter. Okay, Splitterchen. Das ist ein Splitterchen. Grundsätzlich sind die Splitterchen nur Stücke des Kristallkönigs. Du kannst sie leicht zerstören. Die haben nur ein KP und sind nur gefährlich, wenn der Kristallkönig sie ausspaltet. Ihre Verteidigung beträgt 0. Sie sind eher schwach. Aber sie werden immer wieder kommen, bis du den Kristallkönig besiegt hast. Habe ich denn... Ich könnte das hier benutzen. Ein Sternsturm. Ja, machen wir mal. Damit die erstmal weg sind, aber in der nächsten Runde wechsle ich dann Gumbario aus gegen etwas, gegen jemand Nützlicheres. Zum Beispiel Lucky Lester. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass er so angreift. Wie gesagt, Lucky Lester. Für mehrere Angriffe ist der eigentlich ganz gut. Und so wie es aussieht, kann ich auf die Krone, deswegen möchte ich einen Megasprung einsetzen. Hätte ich jetzt gedacht, wegen der spitzen Krone, dass das nichts wird. Okay. Hurricane, wenn alles klappt, werden die Gegner davon geweht. Okay, ne. Chachi-Wurf. Drück so schnell wie möglich den Stick nach links. Wir wollen ja nur die Splitterchen weg haben. Den König machen wir selber platt mit Mario. Kacke. Ist wirklich schwer abzusehen, wann er da angreift. Megasprung. Warte mal. Ich habe nicht so viel BP, deswegen machst du das hier mal. Mist. Ich habe nicht mehr so viel für den Megasprung, deswegen würde ich erstmal normal springen. Würde ich erstmal sagen. Auch wenn das nicht mehr so viel Schaden macht. Versuchen wir es mit normalen Angriffen erstmal. Weil ich noch für den Stachelwurf gerne EP ver 20 KP regeneriert. Okay. Das habe ich vergessen. Okay, das Gelee Royal benutze ich jetzt nicht, aber die Angriffsattacken können wir, Angriffs-Items können wir verwenden, sobald es notwendig wird. Ich glaube, so ein Hammer ist intelligenter. Weil der macht 5 Schaden und die Sprünge machen 4 Schaden. Eben wegen seiner Verteidigung. Hast du auch noch dein... Okay, jetzt regeneriert er sich. Bin ich jetzt nicht so prickelnd.
muss halt 20 Schaden machen, um das dagegen zu kämpfen, aber wie soll ich 20 Schaden in einer Runde machen? Jetzt ruft er die wieder. Okay, nicht Stachiflip, Stachiwurf. Dann weiter mit dem Hammer. Solange er sich noch nicht heilt, ist alles in Ordnung. Was zur Hölle passiert denn jetzt? Ja, jetzt teilt er sich. Davon war ja auch die Sprache. Okay, das ist jetzt nicht so geil. Haben wir irgendwas, was mehr macht als 6 Schaden? Ja, dann Sternwind. Die sehen auch sehr durchsichtig aus, jetzt hätte ich gedacht. Zum Glück haben wir so viele Angriffs-Items. Weiterhin Stachiflip. Heil dich nicht. Gut. Nee, da benutzen wir den Hammer. Der macht halt mehr Schaden. Ich hätte versuchen sollen, ihn zu töten. Aber Stachiflip macht, glaube ich, nur 3 Schaden, genau. Hätte ich ihn töten sollen. Vielleicht mit einem Powersprung. Also Megasprung meine ich, aber da habe ich nicht die BP für gehabt. Aber ist auch nicht schlimm, er teilt sich. Lass ich einfach nochmal ein Angriffsitem ein und Feierabend. Sternwind. Da haben wir auch wieder Platz für andere Sachen. Alles in bester Ordnung. Der war einfach. Auch wenn er mir ein bisschen am Anfang Angst gemacht hatte, um ehrlich zu sein. 42. Wieso geht das so schnell? So als wäre das nicht der richtige Kampf gewesen. Hier gehen halt die BP so immer aus. Oh nein, der letzte hohe Stern. König Bowser, vergib mir. Irgendwie kann ich jetzt nicht glauben, dass wir ihn besiegt haben. Weil der Kampf war mir zu einfach, um ehrlich zu sein. Aber sieht schon ganz danach aus, dass wir gewonnen haben. Es war ja einfach. War schon fast zu einfach. So einfach, dass ich denke, dass das nicht, okay. Dass ich immer noch mit einer Falle gerechnet habe, um ehrlich zu sein. Kapitel Ende. Friedstar, der letzte der Sterne, wurde von Mario aus dem Kristallpalast am Rande der Welt befreit. Und mit der vereinten Kraft der Sterne kann sich Mario Bowser und dem Sternstab stellen. Endlich ist es die Zeit für den fulminanten Showdown gegen den bösen König Bowser gekommen. Kann Mario Peach retten und den Sternstab zurückerlangen oder bleiben alle Wünsche ungehört? Das alles und noch mehr in der nächsten Folge von Dragon Ball Z. Nein, komm. Ja, speichern und weiter natürlich.